Herzlich willkommen, mein Name ist Michael Kotzo und ich bin der Rucksackunternehmer und wir verdienen heute Geld mit TikTok. Wir werden sogar reich mit TikTok und das noch mit Livestreams und wie das funktioniert, schauen wir uns an. Ich bin einmal live hier auf Twitch, bei ein paar Zuschauer sind hier, Freitag haben wir hier, habe ich doch gesagt Freitag, oder? Freitag sind hier und streamen gerade live, vielleicht schaust du auch das Video wieder auf YouTube, wie auch immer. Du bist auf dem Kanal Michael Kotzo von 0 auf 6 stellig. Und ich würde einfach mal sagen, wir starten. Und wenn du das auf YouTube siehst, kannst du natürlich auch unten auf den Link klicken. Kommst du immer mal beim Livestream mal vorbei und dann haben wir ein bisschen Spaß. Und jetzt Attacke. This is how much money I've made from TikTok overall within the past 3 years. 70.000 Euro in einer Woche schafft. TikTok-Livestreams. Wieso zurzeit jeder Influencer damit anfängt und wie auch du damit Geld verdienen kannst, genau das werde ich dir in diesem Video zeigen. Also oft sind das ja Battle-Streams, ne? So irgendwie so, keine Ahnung. Ich würde für die meisten kein Geld ausgeben, ehrlich gesagt. Ja, ich würde mich auch freuen, wenn ich hier mal Abos bekommen würde oder sonst was. Habe ich Samstag gesagt? Also was aber auch. Na, ist das einfach. Kommt schon mal vor. Also, ich würde auf jeden Fall den meisten Streamern dort für diese Battle-Challenge und sonst was nichts spenden. Wenn der mir Mehrwert geben würde, ist das was anderes. Zum Beispiel habe ich gerade gesagt, hey, ich habe auch schon mal auf YouTube etwas gespendet oder so. Cooler Livestream oder so, cool unterhalten, gerne etwas. Hat er gerade geteilt. Danke fürs Teilen des Livestreams, vielen Dank. Und schauen wir mal weiter. Es ist uns wahrscheinlich allen bewusst, dass es einen ganz bestimmten Grund hat, wieso zurzeit jeder Influencer damit anfängt, auf TikTok live zu streamen. Genau, da man damit zurzeit richtig viel Geld verdienen kann. Wenn ihr auf TikTok aktiv seid oder wie ich in diesem Bereich auch... Die Zuschauer hier auf Twitch, seid ihr bei TikTok und macht ihr da Livestreams oder so? Ich meine, ihr müsst 1000 Abonnenten haben. Aber das ist okay, das kann man ja auch faken sogar. Kann man ja ein paar kaufen oder so, fällt noch nicht mal auf. Aber 1000 Abonnenten müsst ihr haben und dann könnt ihr das machen. Aber ich finde die meisten Dinger total uninteressant oder so. So irgendwie so, so, ich will ja nicht böse sein, ne, aber ein paar Sachen erinnern mich echt so an so Hartz-IV-Streams oder so RTL 2 oder so. Vielleicht macht ihr jetzt immer so ein Best-of auf TikTok oder so und dann heißt das ja, die ganzen Streamer da sind so Hartz-IV-Streamer. Aber sind echt diese Battle-Streams. Ohne Mehrwert, ohne Sinn und Verstand oder so. Und einfach so ein paar Kids dann halt das Taschengeld aus den Rippen zu leiern oder so. Ist schon, darf man asozial sagen oder so? Darf man sagen, oder? Ist mein Stream oder so. Aber es ist schon asozial oft. Ne? Also wenn Mehrwert ist oder so, jemand hat coolen Content oder so, gerne mal einen Fünfer rüberrücken oder so. Aber sonst... Arbeitet. Sind euch die ganzen Livestreams auf TikTok... 3000 Follower, cool. Bestimmt auch schon aufgefallen. Ich sehe die Livestreams über meine ganze For You-Page verteilt. Und mir springen wie bei einem Spielautomaten permanent Emojis, Animationen oder irgendwelche Filter entgegen. Wo ich am Anfang noch gedacht habe, dass man diese Animationen einfach gratis oder nur für wenig Geld reinschicken kann, ist mir dann nach kürzester Zeit aufgefallen, dass diese, wie TikTok sie nennt, Geschenke teilweise bis zu über 750 Euro kosten. Und also jetzt mal als Unternehmer, TikTok machst du da gar nicht, ich weiß jetzt gar nicht, vielleicht sagt er das gleich auch noch, was TikTok davon behält. Aber das ist ja so, wenn du dann halt 750 Euro so ein Geschenk kaufst und schenkst das jemand, kriegt ja auch nicht 750 Euro oder so, sondern TikTok behält ein bisschen und so. Und ich glaube, das ist wieder die geile Scheiße. TikTok zu sein. TikTok zu sein ist einfach die geile Scheiße. Sondern so, die verdienen halt immer mit. Irgendjemand, wer hat 750 Euro, ist cool, wenn man so ein Geschenk bekommt oder so, aber da bleibt halt wenig übrig. Und jemand hat wirklich 750 Euro ausgegeben. Schade eigentlich. Sollte man eher fragen, ganz ehrlich, ich weiß, das ist immer so ein bisschen Aufmerksamkeit, oh, ich habe da was rausgehauen oder so. Aber wenn ich ehrlich bin, sollte man doch vielleicht fragen, hey, ich finde dich so cool, ich würde dir gerne, du hast mir so geholfen oder so, ich würde dir gerne 750 Euro schicken oder so. Schick mir mal deine PayPal-Adresse und ich schicke dir das über Family and Friends 750 Euro. Wird es wahrscheinlich viel mehr Sinn machen, wie dann halt TikTok reich zu machen. Na? Also einfach mal überlegen, wenn ihr das nächste Mal macht, ihr wollt denen einen Fuffi geben oder so sogar. Ein Fünfer kann man ja noch machen oder so, viel Aufwand oder so. Aber wenn ihr 50 Euro geben wollt oder so, lieber dann halt vielleicht sagen, hey, ich spende das halt auf andere Weise über PayPal oder so, wie sowas. Können. Dabei fängt es bei einer Rose für ca. 2 Cent an. Ein Hut mit Schnurrbart kostet schon ca. 2 Euro. Ein Privatjet dann schon über 80 Euro und wir haben noch lange nicht das Ende erreicht. Denn es gibt auch einen sogenannten Planeten, den man für 300 Euro schicken kann.
und danach das TikTok Holiday Universe für unglaubliche 750 Euro. Und so gibt es bestimmt hunderte verschiedene Geschenke, welche man den Livestreamern schenken kann, welche von 2 Cent bis zu 750 Euro gehen. Und wenn man sich dann nochmal die Livestreams anschaut und sieht, wie viel diese ganzen Streamer geschickt bekommen und jetzt auch einen ungefähren Wert der Geschenke im Kopf hat, ist es meiner Meinung nach einfach geisteskrank, was da zurzeit verdient wird. Und zwar nimmt sich TikTok auch einen ordentlichen Anteil von diesen Geschenken, also knapp 50%. 50%, also bei den 750 Euro könnt ihr euch ausrechnen. Oder 50 Euro und da bleiben nur 25 übrig oder so. Ja, lieber, wenn ihr einen coolen Creator habt, macht ihnen so eine Freude oder sowas. Oft gibt es ja auch so Spenden-Button und so. Ich glaube, auf Twitch habe ich auch immer sowas angelegt oder so. Ich habe ja bei Twitch habe ich auch einen Spenden-Button angelegt. Vorher habe ich meinen Kanal. Kann ich das machen? Kanal? Neuen Tab? Ich habe das mal gemacht aus Jux und Dollerei, weil jeder hatte das. Ich habe von irgendjemandem Streamer, den seine Seite habe ich nachgebaut. Und da habe ich mir auch Donation, da. Da kannst du mal draufklicken, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Stream Elements Tipps. Da kann man mir über 4,20 Euro über PayPal schicken. Natürlich, ein Freund hat mir schon mal was geschickt oder so, keine Ahnung, 1 Euro oder so aus Jux und Dollerei. Aber ich habe das auch gemacht. Ich dachte so, komm, wer Bock drauf hat oder so, weil ich ihm geholfen habe mit Tipps oder so, gerne mal eine Donation raushauen. Aber warum TikTok oder so reich machen oder so. Oder Twitch ist ja auch so ein bisschen, die nehmen ja auch sehr viel Geld, ja, was echt schade ist. So, schauen wir mal weiter. Wir wollen trotzdem reich werden mit TikTok, oder? Aber wir machen irgendwie so nur Twitch reich. TikTok. Das ist aber auch mit den ganzen Plattformen. Jetzt, das hat Twitter hat sich X genannt oder so. Keine Ahnung, vielleicht nennt er sich nächste Woche wieder um oder so. Vielleicht XXX oder so. Hä? Dieser TikTok hier zum Beispiel zeigt, dass er in den letzten Jahren nur mit seinen TikTok Lives knapp 250 Millionen Diamanten verdient hat, was in Dollar umgerechnet knapp 1,2 Millionen Dollar sind. Also ich weiß nicht, ob der das ausbezahlt hat, aber so, das ist in manchen Regionen, in Texas oder so, ist das schon ein sehr, sehr geiles Haus. In Texas und viele andere Regionen ist das schon ein sehr, sehr geiles Haus. Da fängt das an. In L.A. oder so ist es eher so eine Hundehütte oder so, aber... Wenn du auch ein Stück von diesem riesigen Kuchen abhaben willst, solltest du auf jeden Fall bis zum Ende des Videos dranbleiben, um zu erfahren, wie das Ganze auch für dich funktionieren kann. Und wenn dir das Video bis jetzt schon gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like von dir freuen. Du stellst jetzt bestimmt die Frage, wie auch du mit TikTok-Livestreams Geld verdienen kannst. Und genau das zeige ich dir jetzt. Es gibt einige Möglichkeiten, wie du kreativ werden kannst, um auf diesen Hype aufzusteigen. Du hast bestimmt schon mal Livestreams wie diesen hier gesehen. Ein Drucker, der die Namen von Usern, welche ein Geschenk schicken, ausdruckt, wobei hunderte Menschen einfach nur dafür Geschenke schicken, um dort im Livestream Auch die Leute, die auf ein Auto geschrieben werden oder irgendwie jemand schreibt den Namen auf ein Blatt Papier oder sonst was. Irgendwie jemand macht irgendwie so Sanddinger und schüppelt dann so Mann, Frau oder so. Immer wenn ein Geschenk kommt oder so, macht er das oder keine Ahnung was. Schon sehr, sehr viele komische Sachen und dass die Dinger funktionieren einfach so. Vielleicht bin ich da zu alt oder so dafür oder so. Ich glaube, ich bin dafür zu alt. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich 15, 17 wäre oder so. Aber selbst dann würde ich mein Taschengeld wahrscheinlich für andere Sachen ausgeben. Süßigkeiten oder so. Bevor ich dann halt irgendeinen Streamer dann halt mein Taschengeld schicke. Ich weiß es nicht. So. Aber ihr dürft mir gerne was schicken. Nächste Rolex muss ja auch mal sein oder so. Und dieser Prozess kann auch komplett automatisiert werden. Oder diesen Livestream hier, wo die Streamer quasi versuchen zu schlafen. Und jedes Mal, wenn ein Geschenk geschickt wird, passiert irgendetwas in dem Zimmer. Wie das verschiedene Lichter aufleuchten oder ein lauter Soundeffekt kommt. Sodass die Zuschauer so viel wie möglich Geschenke schicken, damit der Streamer genervt ist und wach bleibt. Du kannst natürlich auch einfach nur ein Game spielen oder verschiedene satisfying Videos auf deinem TikTok live anzeigen. So sind deiner Kreativität mit diesen Streams wirklich keine Grenzen gesetzt. Und das Beste ist, dass du dafür nicht mal dein Gesicht zeigen musst. Sondern es gibt viele Möglichkeiten, zum Beispiel das mit dem Drucker, wo du nichts von dir zeigen musst. Klar kann man bei dieser Variante darum streiten, ob das gut ist oder einfach nur Papierverschwendung. Aber darum geht es jetzt hier gar nicht. Sondern ich will dir einfach nur verschiedene Beispiele aufzeigen, wie verschiedene TikToker kreativ geworden sind und so eine Methode gefunden haben, um mit TikTok-Livestreams Geld zu verdienen. Und das ohne ein Influencer zu sein, der schon eine bestimmte Anzahl an Followern hat. Und ich weiß, dass das Ganze am Anfang relativ viel Aufwand ist und man auch erstmal eine passende Idee dafür haben muss. Aber wenn man sich damit auseinandersetzt... Wobei das mit dem Schlafen finde ich geil.
Also ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Das mit dem Schlafen und jemand spendet etwas und dann geht ein Geräusch an und dann kann man nicht weiter schlafen und macht dann diese Show oder so. Das ist natürlich Unterhaltung. Ne? Wir müssen natürlich auch immer... Ich wurde auch schon in L.A. angesprochen von TikTokern, wo ich in Hollywood war. Der wollte mir irgendwas schenken, irgendwelche Getränke und so. Ich weiß aber nicht, ob das ein Prank war oder so. Oder in Südfrankreich war das auch in so einem Park. Habe ich einen Tag vorher beim Vorbeilaufen habe ich immer gesehen, dass der einer dann halt heimlich gefilmt hat und einer Leute angesprochen hat. Und einen Tag später hatten die das sogar noch professioneller gemacht. Der eine hatte so einen Pappkarton auf dem Schoß und hat da die Kamera drin gehabt und hat dann gefilmt. Und die haben mich auch angesprochen und so, wollten auch irgendwas pranken oder so. Man kann ja auch viele Sachen machen. Das werden jetzt wahrscheinlich normale Videos gewesen sein, aber die machen halt echt viel Content, auch in L.A. oder so. Das ist sehr, sehr cool, dass man da so angesprochen wird von irgendwelchen Creatoren. Ich kannte die nicht, ne? Vielleicht haben die so in ihrem Land da halt echt viele Leute. In Frankreich oder in Amerika. Auf einmal habe ich so vor den Star-Creator da getroffen. Keine Ahnung. Ich habe das auch mit dem Typ, der mir ein Getränk angeboten hat oder so, habe ich nur gesehen, so beim, der hat einen, doof auch gefragt, beim über der Ampel gehen. Ne? Es war grün, ich bin über der Ampel gegangen, hat so komisch gefragt. Und ich habe dann halt so sein Handy gesehen und habe gesehen, dass er den Livestream anhatte oder sowas oder die Handy-App. Ja, oder? Ja, oder dieser eine Typ, der dann halt bei TikTok, TikTok. Bei TikTok irgendwie, mach den Hut weg, ich will keinen Hut haben oder so. Und alle schenken ihm einen Hut, weil er jedes Mal ausflippt, wenn er so einen Hut bekommt und so, und dann kriegt er dann halt so einen digitalen Hut oder so. Und dann hat er aber auch mal ein Video gemacht und meinte, ja, dann machen die das halt extra, schicken mir wieder einen Hut, weil ich jedes Mal ausflippe, wenn die dann halt mir einen Hut schicken. Aber ist das halt wirklich cool und ist das nicht eine Eintagsfliege? Ich meine, du kannst diese Taktik ja auch nur vielleicht ein paar Wochen machen oder so, dann ist die alt. Da muss ich mir was Neues einfallen lassen oder so. Das kann man vielleicht mal machen als Gag, aber das ist kein Business oder so, kein langfristiges Business, immer wieder neue Battle-Ideen herauszufinden oder so. Weiß ich nicht, ist nicht mein Ding. Setzt und sich auch mal bei englischen Streamern inspiriert, kann man diese Methoden auch einfach auf seinen deutschen Livestreams anwenden. Und somit ein bisschen Glück, den Algorithmus von TikTok zu treffen und richtig viel Geld zu verdienen. Doch jetzt kommt wahrscheinlich der Part, auf den ihr alle gewartet habt. Ich erkläre dir jetzt noch kurz Step für Step, wie du genau vorgehen kannst, um mit deinem TikTok-Livestream erfolgreich zu werden. Eine Grundvoraussetzung für TikTok-Lives ist es, 1000 Follower zu haben. Um das zu erreichen, solltest du auf jeden Fall mein Video, wie ich in 30 Tagen eine virale TikTok-Seite erstellt habe, anschauen. Denn so kannst du innerhalb kürzester Zeit auf diese 1000 Follower kommen, wobei dich das dann schon mal nicht mal davon abhalten kann, live zu gehen. Wenn du nebenher deinen TikTok-Account auf 1000 Follower hochziehst, solltest du Recherche betreiben, was du genau streamen willst. Dafür solltest du als allererstes mal darüber nachdenken, was du vielleicht kannst, was nicht sehr viele können. Bist du eventuell sehr gut in bestimmten Videospielen? Hast du ein malerisches Talent? Oder kannst du vielleicht einfach nur gut unterhalten? Das sind so die ersten Gedanken, welche du dir machen solltest. Danach gehst du erstmal eine Weile auf TikTok live und schaust dir alle möglichen Livestreams an. So kannst du auch Ideen sammeln, welche Streams... Ich glaube, wenn du sehr, sehr lange Live-Streams anschaust auf TikTok, du verlierst einfach Gehirnzellen. Du verlierst die einfach, die sind aber weg. Boah. Also so von der Art her nachmachen willst. Oder du suchst nach englischen Streams und schaust, wie du diese in Deutschland vielleicht auch erfolgreich rüberbringen kannst. Dann klau die Idee lieber aus Amerika, was Innovatives, so macht das irgendwie auch gut oder so. Na, mach das. Es gibt eigentlich auch fast immer irgendwelche Trends in diesen Livestreams, wo man dann viele Viewer hat und am meisten verdienen kann. Also ist es auch gar kein Problem, wenn du keinen besonderen Skill hast, da es immer Wege gibt, viele Viewer mit bestimmten Trends zu bekommen und so auch etwas zu verdienen. Als nächstes musst du dir auf jeden Fall auch noch darüber Gedanken machen, wie du deinen Stream monetarisieren kannst. Das heißt, wie du die Zuschauer dazu bringst, dir Geschenke zu schicken. Ein gutes Beispiel ist, wenn du gut malen kannst, kannst du es einfach so machen, dass du für Viewer, die dir ein Geschenk schicken, welches 10 Euro oder mehr kostet, du für diese Viewer etwas nach ihrem Wunsch malst. So interagierst du mit deinen Zuschauern und bringst sie so dazu, dir Geschenke zu schicken. Oh, dann, wenn wir dann, wir haben jetzt auf Twitch, haben wir gerade ein Video angeguckt mit Midjourney oder so, dann mach doch so ein Prompt für die. Jeder, der mir was schenkt, machst du dann halt irgendwie, filmst du dein Computer-Setup oder so von oben und sagst dir, wenn du mir was schenkst, mache ich einen Pump oder so oder nimm dein Profilbild und ändere das mit Midjourney um oder so, mach ein cooles Bild raus oder so. Ich nehm, mach dann so eine Dienstleistung raus und schick denen das dann irgendwie so, keine Ahnung, über Instagram dann oder so. Über Instagram kann man ja gut Bilder schicken. Und sagst du, hier schickt mir ein Bild oder irgendwie so einen Link oder so und dann gehe ich auf den Instagram-Kanal, nehme ein Bild und dann verbessere ich das mit Midjourney oder sowas. Dann hast du wenigstens einen Mehrwert geliefert.
Dann sagst du für 5 Euro oder so. Oder hier so ein Hut oder so am Anfang oder so. Vielleicht macht das jemand. Keine Ahnung. Ja, vielleicht mal was. Aber dann hast du wenigstens nicht so einen Battle-Stream gemacht, sondern hast wirklich etwas gemacht und hast es noch mit KI gemacht. KI ist das Zauberwort. Alles ist besser mit KI. Ja? Schick. Das ist jetzt auch so der wichtigste Schritt, um mit deinen Streams etwas zu verdienen. Denn was bringen dir viele Zuschauer, wenn dir niemand davon etwas schenkt? Außer natürlich, du willst mit deinen Streams kein Geld verdienen und die Leute einfach nur unterhalten. Aber wenn du mit deinem Stream etwas verdienen willst, musst du auf jeden Fall einen Plan haben, wie du mit Zuschauern, welche dir ein Geschenk schicken, interagierst, sodass diese überhaupt daran interessiert sind, mit dir zu interagieren. Jetzt kommen wir auch schon zum letzten Schritt und das ist einfach anzufangen. Mach dir nicht zu viel Gedanken. Das ist aber immer, ne? Viele Leute machen sich echt viele Gedanken und so einfach anfangen, erstmal gucken, habe ich überhaupt Bock, das regelmäßig zu machen oder so, oder höre ich nach 3 Tagen auf. Das weißt du am besten, wenn du anfängst. Ob das funktionieren könnte oder nicht. Und denke auch nicht, dass sich eh niemand für dich interessiert und du keine Zuschauer bekommst. Ehrlich gesagt habe ich auch nicht gedacht, dass jemand meine Videos hier auf YouTube anschaut. Und sie jetzt inzwischen habe ich mindestens 1000 Aufrufe auf jedes meiner YouTube-Videos. Was für mich einfach... Cool, das ist mehr wie ich? Manno, ich bin ein kleiner YouTuber. Manno, jetzt bin ich mit. Also, jetzt wäre es ja mal ein bisschen zu liken, ne? Liken, Glocke betätigen, Abo dalassen, alles mögliche, einen Kommentar schreiben und so, damit ich nicht traurig bin. Super krass ist. Vor allem, da ich mir am Anfang kaum Hoffnung gemacht habe. Das wollte ich dir einfach nochmal zu Herzen legen, dass du dir nicht immer zu viele Gedanken machen solltest. Weil du im Endeffekt eh immer erst weißt, ob es funktioniert oder nicht, wenn du es ausprobiert hast. Und glaub mir, bis ich mein erstes Geld verdient habe, habe ich schon sehr lange ziemlich viel ausprobiert. Und ich denke, dass jeder von euch bestimmt ein Talent oder eine Idee für einen coolen Livestream hat. Du kannst mir deine Idee auch gerne einfach in die Kommentare schreiben und ich gebe dir dann mein Feedback dazu. Und ich bin auch ganz ehrlich zu euch, das ist auf jeden Fall keine Methode, um so schnell wie möglich reich zu werden. Du kannst aber mit einer guten Idee und ein bisschen Glück in vergleichsweise sehr kurzer Zeit sehr gutes Geld verdienen. Zusätzlich will ich dir auf jeden Fall auch noch davon abraten, bestimmte Arten von TikTok-Livestreams zu machen. Oh, ich wollte einfach mal etwas testen, einfach mit der Sprachausgabe. Könnt ihr das dann hören oder so? Wenn ich das zum Beispiel voll... Es gibt noch ein Plugin, hat aber jetzt mit dem MacBook nicht funktioniert. Geht das Sprachausgabe? Was ich mich jetzt aber gerade frage, wie können über Geschenke ein Drucker, Gimmicks oder die Beleuchtung in meinem Zimmer aktiviert werden? Sitzt da ein Kumpel mit Handy in der Hand im Background, der das dann jedes Mal manuell macht? Keine Ahnung. Aber das wäre ja auch noch was. Ich brauche dieses Vorleseding oder so. Aber das kann ich mit euren Kommentaren nicht machen, damit dann auch die Leute dann halt später das sehen. Im Chat? Oder geht das auch? Ah, oh, doch, Sprachausgabe. Kann ich ja auch nochmal. Komm, dann mach einen Test. Wir machen das jetzt live hier. Ja, und manche schreiben in ihrem TikTok-Account-Namen einfach rein, bitte spenden. Und manche machen es wirklich. Und manche nicht. Oder schreiben fiese Kommentare. Geil. Wie findet ihr, soll ich das öfters mal machen? Wir sind ja noch auf Twitch auf live. Also 3 Leute. Soll ich das nächste Mal so vorlesen lassen oder so? Kann man ja nochmal machen. Geht das? Sprachausgabe. Also es gibt auch ein richtiges Plugin oder so mit Sprachausgabe. Da kannst du sogar jeden Nutzer von euch kann ich dann eine Stimme zuweisen und jeder kann dann eine andere Stimme bekommen und so. Also wenn ihr Mädchen seid, kann ich euch eine Mädchenstimme geben. Wenn ihr Mann seid, kann ich euch eine Männerstimme geben und so weiter. Und das wollte ich ausprobieren, aber das hat auf dem MacBook heute Morgen nicht funktioniert, sonst hätte ich das heute schon gemacht. Protze 7110, so Michael, ich habe deinen Livestream geteilt auf Facebook in meiner Gruppe MLM Networking. So, also schaut auch gerne mal in die Gruppe rein oder so. Sehr, sehr cool. Vielen Dank dafür fürs Teilen nochmal. Und wie geil. Also, wenn jemand auch nochmal eine Idee hat oder so, es gibt diese Kommentare zu vorlesen und das finde ich auch cool. Und dann könnte man so best of auch TikTok auch leichter machen und so, dass diese Sachen vorgelesen werden mit einer coolen Stimme. Und mal gucken, ich arbeite dran. So, wir wollen jetzt den Rest gucken. Wir wollen ja noch reich werden. Kommentare haben wir jetzt durchgelesen ein bisschen. Fake-Spenden-Streams oder Streams, wo du versuchst, deinen Follower... Oh, Fake-Spenden-Streams. Also bitte zockt eure Follower echt nicht ab. Und du machst das ja auch nur einmal oder so, ne? Also es gibt ja diese, ich habe hier Krebs oder keine Ahnung was. Ich finde das so ekelig. Also wenn du natürlich Krebs hättest, dann ist es natürlich okay. Aber die sind halt, wir reden ja zwar fake und dann halt die etwas behaupten und so weiter. Ich finde das so eklig. Ja, also mein Statement dazu. Nur Geld aus der Tasche zu ziehen.
Du solltest deinen Viewern wirklich einen Mehrwert bringen. Und wenn es auch nur gute Unterhaltung ist. Da du ja trotzdem deine Zuschauer und ihr Geld schätzen solltest. Und wenn du langfristig erfolgreich sein willst, ihnen auf jeden Fall auch etwas zurückgibst. Das wollte ich einfach nochmal dazu gesagt haben, da ich selber auch keine TikTok-Livestreams mache, einfach aus zeitlichen Gründen. Ich wollte euch dieses Wissen aber auf keinen Fall vorenthalten. Ich hatte noch eine Idee. Ich kann mal ganz kurz so, kann ich das Setup hier fotografieren? Hatte ich nämlich gerade auch nochmal geguckt. Ich wollte ungefähr, mal gucken, ob ihr das seht. Mal gucken, machen wir hier mal groß. Ich wollte dieses Setup hier ungefähr, kann man das scharf stellen? So ungefähr streamen oder so. So sieht es bei mir aus oder so. Und auf dem iPad sieht man dann halt den Monitor nochmal klein. So ungefähr, vielleicht ein bisschen näher ran oder so. Ne? Aber wenn ich das streame, dann kann das Handy natürlich meine Stimme übertragen, aber die Computerinterne vom YouTube-Video wird dann nicht übertragen. Früher habe ich das ja immer so gemacht, da habe ich das nicht hinbekommen. Da habe ich dann halt die YouTube-Stimme von den YouTubern habe ich über mein Mikrofon aufgenommen, über so ein Ansteckmikrofon. Und das ist aber kacke. Und irgendwann habe ich das dann hinbekommen, dass dann halt der interne Ton aufgenommen wird von YouTube. Aber das ist natürlich das Hindernis, wenn ich jetzt streame oder so, weil dann hört man diese YouTube-Videos nicht. So, keine Ahnung, ob ich jetzt nochmal einen Ausgang habe oder sonst was. Ich bin da noch am Fuchteln, aber sobald ich den YouTube-Ton dann auch noch bekomme, dann könnte ich nochmal bei TikTok oder bei Instagram live streamen und dann sagen, kommt bei Twitch vorbei, dann seht ihr den ganzen Stream oder so. Mal schauen, vielleicht kriege ich das ja nochmal hin, die Tage. Ich kenne welche damit richtig erfolgreich sind und viel Geld verdienen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich extrem über ein Abo und ein Like von dir freuen. Ja, cooles Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hatte jetzt die ganze Zeit groß. Vielen Dank fürs Zuschauen auf YouTube. Wer auch gerne abonniert, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin Rucksackunternehmer und ich bin raus. Ciao. Und ich streame jetzt ein bisschen weiter hier auf Twitch.